5 Field Watches bzw. Uhren im Militäruhrenstil deutscher Uhrenmarken. Das ist mein Thema heute. Die Anregung kommt von einem Zuschauer. Ich bedanke mich sehr dafür, war wirklich klasse und ich freue mich, das heute machen zu können. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Wenn ihr bei meinem Kanal eine Idee habt, was ihr gerne sehen möchtet, irgendetwas, was ihr noch nicht gesehen habt oder ich noch nicht gemacht habe, schreibt es gerne in die Kommentare rein und ich schaue dann, ob ich das Video machen kann. Und wenn ihr das Video dann auch nicht verpassen möchtet, dann abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke und ihr seid in jedem Fall auf der sicheren Seite. Ja, das Thema Field Watches war für mich sehr interessant. Ich finde die Uhren grundsätzlich interessant, konnte sie aber nie genau greifen und definieren. Deswegen habe ich mich dann zunächst mal ein kleines bisschen schlau gemacht, was denn so die Definition ist. Und da die Uhren von den Soldaten vorwiegend im Zweiten Weltkrieg getragen wurden und das so ein kleines bisschen die prägende Zeit der Uhren ist, kann man, glaube ich, zusammenfassen, dass die Field Watches bzw. Uhren, die dieser Militäruhrengattung zugeordnet werden, verschiedene Kriterien haben, die diese Uhren einen. Zum einen ist es eine vergleichsweise geringe Größe, damit sie nicht so sehr gestört haben. Sie mussten relativ robust sein, sie brauchten einen hohen Kontrast auf dem Ziffernblatt, sie sollten nachtleuchtend sein, sie sollten eine gewisse Wasserdichtigkeit haben und eine schnelle und einfache Ablesbarkeit sicherstellen. Sie sollten einen Sekundenstopp haben, damit die Uhren mit anderen Uhren anderer Soldaten auch synchronisiert werden konnten. Sie sollten staubdicht sein. Alles das sind natürlich Anforderungen, die fast jede Uhr erfüllt. Aber wenn wir gleich einen Blick in das Video werfen und ich euch die Uhren zeige, dann seht ihr, dass die Uhren alle auch einen gewissen Stil haben, der die Uhren eint. Wenn ihr das in Worte fassen könnt, schreibt es bitte in die Kommentare, weil ich habe überlegt, wie ich es ausdrücke und konnte es nicht wirklich machen. Ich sehe nur etwas, was ich halt, wie gesagt, nicht in Worte packen kann. Lasst gerne einen Kommentar da, ich lerne an der Stelle wirklich gerne dazu. Und jetzt geht es zu der ersten Uhr. Die Uhren sind übrigens alle unter 1000 Euro und ohne eine spezielle Ordnung oder Reihenfolge. Ich hoffe nur, dass da 2, 3 Überraschungen für euch dabei sind. Die erste Uhr ist von einer Marke, die ich immer mal wieder gesehen hatte, aber ja, wie soll ich das sagen, als nicht so wertig wahrgenommen hatte. Ich muss mich an dem Punkt, glaube ich, wirklich korrigieren. Und zwar geht es um KHS. Von KHS habe ich mir die Platoon rausgesucht. Eine Uhr, die aktuell einen Verkaufspreis von 632,64 € hat. Sie wird angetrieben von einem ETA 2824-2, hat ein Mineralglas und ist bis 5 bar wasserdicht. Ihr könnt sehen, dass diese Uhr ganz eindeutig einen gewissen militärischen Stil hat. Es ist auch die Uhr, die am meisten auf dem Ziffernblatt stehen hat. Insofern ist die hervorragende Ablesbarkeit ein klein wenig eingeschränkt bei dieser Uhr, einfach weil sehr viel auf dem Ziffernblatt ist. Ich habe sie aber aufgenommen, weil sie etwas hat, was keine der anderen Uhren hat. Und zwar hat sie H3-Röhrchen, Triggerlight und hat damit eine extrem lange und nicht nachlassende Leuchtkraft, was ich bei Uhren mit den von mir beschriebenen Spezifikationen sehr, sehr wichtig finde. Die Uhr hat 40 mm im Durchmesser, eine Höhe von 11 mm und eine Bandanstoßbreite von 20 mm. KHS hat auch noch eine ganze Menge anderer Uhren mit Drehlünetten, teilweise auch größere Uhren, die aber alle ganz, ganz eindeutig einer bestimmten Designsprache und einer bestimmten Stilrichtung folgen. Ihr werdet dort keine Dresser finden und auch keine Deckwatches und nichts dergleichen. Es geht alles in diese Richtung, militärisch angehauchte Uhren. Wer das mag, kann auf der Seite einmal stöbern und findet mit Sicherheit viele interessante Uhren. Insbesondere das Triggerlight mit den H3-Röhrchen finde ich persönlich wirklich super interessant. Meine zweite Uhr heute ist eine Steinhardt. Steinhardt macht nicht nur Kopien von Rolex Submariner. Ich habe den Kommentar gelesen. Ja, ich habe wieder Submariner gesagt. Ich weiß natürlich, dass
dieses Wort im Englischen Submariner ausgesprochen wird. Das ist der U-Bahn-Fahrer. Es ist nicht Submariner, sondern Submariner. Ich denke immer Submariner, ich sage Submariner und wenn er darüber lacht, dann lache ich eben mit Isso. Steinhardt macht auch andere Sachen als das. Steinhardt macht unter anderem auch Fieldwatches und Uhren im Military Style. Hier haben wir die Steinhardt Military 42 mit einem Durchmesser von 42 mm, angetrieben von einem ETA 2824-2 oder einem Sellita SW200, je nachdem, was verfügbar ist, beide in der Elaboré-Qualitätsstufe oder der entsprechenden Stufe von Sellita. Die Uhr hat einen Durchmesser von 42 mm und eine Bauhöhe von 13 mm und wiegt 101 Gramm. Die Bandanschlussbreite beträgt 22 mm und das Saphirglas ist entspiegelt. Was ich sehr gut finde und was nicht ganz so üblich ist bei diesen Fieldwatches und Militäruhren, die Uhr ist bis 10 bar wasserdicht, also durchaus auch zum Schwimmen geeignet. Das Gehäuse ist aus Edelstahl. Die Zeiger und die Indizes sind mit Super Luminova BGW 9 belegt, leuchten also, wenn entsprechend ausreichend Leuchtmasse genommen wurde, hell und lang andauernd und sind auch entsprechend gut ablesbar. Ich mag diese Uhr, ich mag den Stil, auch wenn die Größe von 42 mm gemessen an den ursprünglichen Anforderungen nicht zu groß, nicht zu auffallend, nicht zu störend, an der Grenze ist. Der Stil ist ganz, ganz eindeutig den Militär- oder Fieldwatches zuzuordnen. Meine dritte Uhr heute kommt von Aristo. Aristo hat leider sehr, sehr kryptische Modellnamen. Dieses Modell heißt zum Beispiel 7H81. Mir ist bis jetzt noch nicht gelungen zu verstehen, welche Logik dahinter steht und ob man daraus irgendetwas ableiten kann. Die Uhr wird auch 40 mm Duo Carbon genannt, obwohl es eine Stahluhr ist. Sie kostet am Lederband aktuell 511,76 Euro und wird angetrieben durch ein ETA 2824-2. Die Uhr hat ein Saphirglas und einen Durchmesser von 40 mm und ist lediglich 9,5 mm dick, also eine sehr, sehr flache Uhr. Die Uhr ist wie viele Fieldwatches bis 5 bar, also 50 Meter wasserdicht. Was mir an der Uhr auffällt und was ich sehr interessant finde, das ist, dass das Thema Fieldwatches, Militäruhren, hier auf eine interessante und moderne Art interpretiert wird, mit den Zeigern und der orange eingefärbten Superluminova, die grün leuchtet. Das gibt dem Ganzen einen frischen Aspekt, ohne dass man überlegen muss, ist es eine Fieldwatch oder nicht. Ich denke, man kann ganz eindeutig erkennen, die Uhr passt in diese Kategorie, ist aber eine moderne und etwas frischere Interpretation zu einem, wie ich persönlich finde, ausgesprochen interessanten Preis. Die vierte Uhr in meiner heutigen Auswahl ist meine teuerste Uhr in der Auswahl. Es handelt sich um einen sehr, sehr traditionsreichen, namhaften und hochqualitativen deutschen Hersteller. Es ist Hanhardt und zwar um die Hanhardt Preventor 9. Die Uhr kostet im August 2020 965 Euro und wird angetrieben von einem Werk, was Hanhardt bezeichnet mit HAN 4112. Es handelt sich hierbei im Wesentlichen um ein Sellita SW200 mit einem Modulaufsatz. Die Uhr ist mit Super Luminova ausgestattet, sodass sie gut und ausreichend leuchten dürfte, hat einen Durchmesser von 40 mm und ist für meinen Geschmack relativ dick mit 12,15 mm. Gut, wie man jetzt den halben Millimeter misst und ob der entscheidend ist, weiß ich nicht. Das ist natürlich der Tatsache geschuldet, dass auf das Werk noch ein Modul aufgesetzt worden ist. Ich glaube nicht, dass man es im Alltag sieht, aber es ist eine relativ dicke Uhr und bei einer engen Manschette könnte das tatsächlich auch zum Tragen kommen. Das Glas ist ein Saphirglas.
und die Uhr ist bis 10 bar wasserdicht, also für alle üblichen Freizeitaktivitäten ausreichend gut gerüstet. Ja, bei meiner letzten Uhr, da habe ich tatsächlich von einem Zuschauer Nachhilfe bekommen. An der Stelle besten Dank, super. Es handelt sich um eine Davosa und Davosa hat als Markenname, als Logo auf den Webseiten immer Davosa Swiss stehen. Und das war der Punkt, an dem ich dann ausgestiegen bin, weil ich mich ja mit Uhrenmarken aus Deutschland beschäftigen möchte. Und habe dann gelernt, durch den Hinweis und die Erklärung eines Zuschauers, dass Davosa Swiss zwar der Markenname und das Logo ist, die Firma selber aber in Deutschland sitzt, in Deutschland eingetragen ist, die Steuerung des Vertriebs, der Produktion, die zwar in der Schweiz erfolgt, die Designvorgaben, alles das kommt aus Deutschland. Es ist also eine deutsche Uhrenmarke, die Davosa Swiss heißt. Klasse. Kann ich also bei mir guten Gewissens aufnehmen, ohne meine Grundidee, deutsche Uhrenmarken zu verletzen. Deshalb habe ich euch für heute die Davosa 161.54 rausgesucht. Eine Uhr im Militärstil mit einem Automatikuhrwerk, dem 2824-2 von ETA. Die Uhr kostet aktuell 698 Euro. Und ist bis 20 ATM, 200 Meter wasserdicht und damit die robusteste Uhr im Test, was die Wasserdichtigkeit betrifft. Sie hat einen Durchmesser von 42 mm und auch damit gehört sie zu den drei Uhren in meiner heutigen Vorstellung, die am oberen Ende des Durchmessers sind, was Militäruhren betrifft und hat eine Dicke von 12,5 mm. Auch hier am oberen Ende. Das mag vielleicht mit der sehr hohen Wasserdichtigkeit zu tun haben, damit die Uhr dem entsprechenden Druck auch standhalten kann. Die Uhr hat eine Bandanschlussbreite von 22 mm, hat Super Luminova auf den Indizes und auf den Zeigern und ein nicht reflektierendes Saphirglas. Ein besonderes Merkmal dieser Uhr ist das Dreifachdatum oder Triple Date. Das kennt man von vielen Fliegeruhren. Ich persönlich finde das ganz charmant, denn wenn der Minutenzeiger über das Datum geht, hat man ober und unterhalb des Minutenzeigers noch den vorhergehenden und den nächsten Tag, sodass man, auch wenn das Datum verdeckt ist, das Tagesdatum sehr einfach ermitteln kann. Finde ich eine sehr charmante Lösung und ist auch optisch etwas anderes, sticht ein kleines bisschen heraus und macht die Uhr für mich zu einer Besonderheit, was diesen bestimmten Designaspekt betrifft. Vielen Dank, dass ihr reingeklickt habt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr habt gesehen, ich gehe auf Anregungen ein. Ich setze um, wenn ihr irgendwas habt. Und falls ihr Wünsche habt, schreibt es gerne rein. Ich gucke, was ich machen kann und freut euch auf die nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, euer Axel.